Servus und herzlich willkommen zurück zu Batschi zockt. Ja, wir haben gedüngt. Die drei Wiesen sind fertig. Die können jetzt schön ruhig wachsen. Und jetzt tue ich noch die Ballenpresse noch rüberfahren aufs andere, auf die andere Wiese und das Unterstand zu setzen. Ja, und dann aufzuräumen, bis da der Düngerstreuer reinkommt. Und dann können wir mal schauen, was wir jetzt mit unserem Feld 13 machen. Fahren wir schnell die Presse hinüber. Den Wickler haben wir schon rübergestellt, oder habe ich schon rübergestellt vorhin. Jetzt noch die Presse. Dann haben wir am Hof ein bisschen Platz für die anderen Sachen. Dann ist es hier nicht so leer. Du mich jetzt ärgern. Ich habe jetzt keine Zeit zum Spielchen treiben. Habe ich es mir gedacht, dass es jetzt so eng reingeht? So. Haben wir es aber ziemlich eng hingestellt. Egal. So, jetzt springen wir schnell zum Händlern über. Der Trecker ist auch nicht der sauberste. Müssten wir ein bisschen abwaschen, aber keine Zeit. Wann soll ich noch das auch noch tun? Keine Zeit, bin von morgens bis abends nur am Rumpeln. Ey. So, springen wir schnell zum Händler. Schauen wir mal, ob er uns was bieten kann. Was mir eingefallen ist, ich bräuchte noch einen Trecker. Einen einzigen Trecker auf 100.000. Den wollte ich eigentlich haben. Aber den kann ich mir jetzt momentan nicht leisten. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, was da drauf ist. Ich hoffe, das passt so. Was haben wir auf dem Feld 13 drauf? Was ist das? Hafer? Ja. Oh, haben wir Glück gehabt. Passt schon. Und einen Anhänger brauche ich. Sowas, das wäre ja. Kann man zum Miststreuer umbauen, dann kann man Mist. Braucht man nicht noch mehr Zeug am Hof. Oder sowas.
kaufen. Okay, das kaufen wir uns jetzt mal so. Dann kann der, ich habe da einen aus dem Dorf bekommen, der mir bis hier am Hof unter die Arme greift, wenn die Ernte soweit ist. Ja, dann kann der schon mal da ein bisschen anfangen zum Dreschen, bis ich Trecker hole. Alle vier an, weil wir sind ja ein bisschen breit. Als Warnsignal. Ich habe jetzt gesagt, ich brauche jetzt nicht. Da hätte ich auch über die Wiese fahren können. Ich brauche jetzt nicht noch Schneiderwerkswagen, so weit fahre ich nicht und kann ich ja von der Straße runterfahren. Oder die hinter mir können auch runterfahren. Ein paar Meter passiert nichts. Mal ganz schnell ging ich den Anhänger an und dann fahren wir den da rüber und dann schauen wir, was für Missionen wir überhaupt haben. Mir erst jetzt eingefallen, dass ich da auch noch ein bisschen Gras mähen könnte.
Dann gibt es ja hier auch noch ein paar Bällchen. Warum nicht ausnützen, wenn es da ist, ne? Das Gras. Schau mal, wie schöne große Fläche das ist. Und ich hab's nicht genutzt. Ja, der Nachbar hat mir gesagt, dass der Vorbesitzer das alles benutzt hat und gemäht hat. Und dann habe ich mir gedacht, naja, dann schaust du mal in deine Bücher, ne? Vielleicht gehört dir das wirklich. Und tatsächlich steht alles für mich. Hab mir gedacht, dann hopp hopp, schwing die Hufe und mach was draus. Zehn Ballen sind 10 Ballen. 5 Ballen sind 5 Ballen. Warum verschenken, wenn, oder nicht nutzen, wenn es, wenn das Geld am Hof liegt? Wäre ja totaler Blödsinn. Dann herauffährt, kann er mich hier abladen, oder? Oder jetzt? Jetzt. Jetzt bleib halt stehen, Mensch. Was soll der Scheiß? Jetzt werde ich dann aber stinksauer hier. So haben wir es nicht besprochen. Bitch, Kati. Haltst du jetzt mal deinen scheiß Drescher hier? Dann wartest, bis ich fertig bin. Ich habe keine Zeit für deine Spielchen. Ich werde jetzt verrückt dann. Alles muss schnell, schnell passieren, weißt du?
jetzt halt alles mit was nicht Hälfte stehen. Jetzt stehst du da oben. Ja? Blöder. Kann man ja später. Kann man ja später jetzt sagen, wenn ich Presse brauche für Stroh hier, kann ich gleich das Gras da pressen. Hier weiter. Also noch schauen, wo ich Stroh hintun überhaupt. In welche Halle tue ich es lagern?
Entschuldigung. Keine Zeit. Den muss ich auch austauschen, weil der bremst überhaupt nicht. Ist zwar billiger wie Original vom Giants, aber Bremsen sind, da kannst drauf drücken und der rollt immer noch 20 Kilometer, bis er stehen bleibt. Das hat keinen Sinn. Das mag ich nicht. Mal den ablehren und dann machen wir Cut und in der nächsten Folge tun wir dann Gras pressen, Gras wickeln und Strohballen pressen. So, ich würde sagen, wir verabschieden uns hier jetzt für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Graspressen, Strohpressen und dann schauen wir weiter. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Danke, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch nicht vergessen. Abo, wenn ihr noch nicht gemacht habt. Glocke drücken, dass ihr benachrichtigt werdet, wenn was Neues kommt von mir. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao, ciao.